Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Wochenende. Ich grüße euch. Wir haben Freitag und das Wetter wird nur noch toll die nächsten Wochen. Ja, das ist so schön. Ich glaube, in Deutschland wird das Wetter jetzt auch super. Das ist doch herrlich, oder? So langsam Ende Mai, Mitte Mai, Ende Mai kommt der Sommer. Oder zumindest der Frühling. Ja gut, wir hatten schon ein paar schöne Tage, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, sagen wir mal ehrlich, war das schon ein bisschen mau. Aber gut, ist wie es ist. Hauptsache ist, es wird jetzt schön, weil so langsam kotzt es nur noch an. Vor allem dieser ewige Regen und alles und ja. Naja, jetzt ist ja vorbei. So, Papa hat die Küche aufgeräumt. Ich mache jetzt gleich einen Shake. Ich habe Brötchen gemacht, habe ich in meinem Food Diary heute verraten, wie ich die mache. Ich zeige es euch gleich nochmal, die sind gerade am Gehen, die chillen gerade ein bisschen. Und ja, heute machen wir ein ausgiebiges Sonntagsfrühstück, obwohl heute erst Freitag ist, aber egal. Ich mache erst einen Shake, bis dann die Brötchen fertig sind. Dann mache ich ein schönes Frühstück mit frisch geschnibbeltem Gemüse und Frühstücksei, unser Ei machen. Ein bisschen doof gewesen. Und frischen Ei wollte ich machen. Mal gucken, was wir noch so Schönes da haben. Wir haben noch Radieschen da, wir haben noch Rettich da. Ach, wir haben so viel Frisches gestern eingekauft. Das war so herrlich und so günstig im Vergleich zu den letzten Wochen, Monaten. Ich habe für Tomaten das Kilo 2 Euro bezahlt. Gurke nur 50 Cent. Wahrscheinlich, weil viel hier regional auch wächst. Da stand auch an vieles dran, Herkunftsland Ungarn. Ja, die ist noch gut. Pellkartoffeln von gestern. Schnibbel ich klein, dann mache ich den Kindern gleich Bratkartoffeln draus. Die essen die ganz gerne. Und ja, was steht heute an? Wir machen heute unser Holzhaus weiter. Ich habe ja angefangen, ein kleines Gerüst zu bauen. Das Fundament haben wir auch schon gegraben. Da geht es heute weiter. Wir haben ja die Dachlatten auch schon bekommen. Da habe ich Dachfolie gekauft. Und wir nehmen einfach die alten Ziegel oder die neuen, mal gucken. Machen das Dach dann einfach da drauf, dass es schön dicht ist, haben wir alles da, braucht man nichts. Wir wollten erst so Dachpappe kaufen, was man so mit dem Brenner dann versiegelt quasi oder ne, die Oberfläche schmilzt, aber wir haben ja noch die Dachziegel, da so viele alte, die auch noch schön sind. Und die können wir ja dafür nehmen, dafür reicht es ja. Ja, morgen kommt der Elektriker. Dann müssen wir die Terrasse noch aufräumen ein bisschen. Zack, da war er wieder weg. Ich erzähle und erzähle und nix. Alles für die Katz. Ja, das ist das Zeichen dafür, dass ich Feierabend habe. Nein. Das ist das Zeichen dafür, dass ich die Brötchen, die sind lang genug gegangen. Muss mal eben einen neuen Timer stellen. Start. So, kann ich den Backofen anmachen, nämlich 200 Grad. Ober-Unterhitze. Ja, ja. Zu meckern. So, dann schneide ich die Brötchen noch mit unserem geilen Skalpell hier ein. Ich zeige es euch sofort. Ich muss einmal schnell machen, dass ich die Zeit nicht hier. Weil ich habe noch ein Blech. Das werde ich gerne zeitgleich reingemacht. Also nicht zeitgleich, sondern nicht zu lange versetzt reingemacht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich schlage ja das falsch an, das muss ja noch gehen. Verdammt. Ach, Papa, was ist los? Die richtigen. Also die ich zuerst reinmachen möchte, weil das sind mehr. Mehr. Die ritze ich einfach nur ein bisschen ein mit so einem Skalpell. Einfach damit die noch ein bisschen zur Seite aufgehen. Und ihr kennt das ja auch, diese Brötchen mit dem Schlitz. Das sieht immer ein bisschen schöner aus. Jetzt habe ich auch ein paar weniger Brötchen gemacht. Ich hatte ja letztes Mal 12 hier drauf. Jetzt habe ich nur 9, weil die haben so aneinander gebacken. Und ja, ich mache jetzt hier ein bisschen Mehl noch dran.
Dann kommt der ab in den Ofen. Hallo mein Schatz, komm sofort. Ist mehr noch oben drauf. Warum weiß ich auch nicht. Ich habe ein Video mal gesehen, irgendwo, was er über Brot gemacht hat. Das sah so lecker aus. Und das hat wirklich den Effekt, dass das super aussah. So. So sehen sie jetzt aus. Jetzt kommen sie ab in den Ofen. Und dann melde ich mich wieder. Oder ich zeige euch gleich. Aber jetzt wird erst Shake gemacht. Wie jeden Morgen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Der Elektriker kommt. Was ist los, mein Mäuschen? Hört mich gleich. Ich mache jetzt gleich den Shake hier. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Ja, der Elektriker, der kommt morgen, dann geht es dann auch weiter, dann kriegen wir das auch endlich fertig, dann können wir da auch die Wände zu putzen. Und ja, ansonsten werden wir heute das Haus, habe ich ja schon erzählt, weitermachen. Lecker Essen machen. Mal gucken, was auf dem Speiseplan steht. Auf jeden Fall gibt es heute einen schönen Kopfsalat, den haben wir gestern bekommen im Angebot. Gestern war voll viel reduziert an Obst und Gemüse, das war voll schön. Und ja, wir werden auf jeden Fall heute viel Zeit draußen verbringen, in der Sonne, in der Sun, in der Sonne. Vielleicht machen wir ein Lagerfeuer heute Abend, mal schauen. Da werde ich euch aber mitnehmen, ihr Lieben. So, muss mal eben hier laut weitermachen und die Hände waschen. Dann melde ich mich gleich wieder rein. So, irgendwie will die Sonne noch nicht rauskommen. Guckt mal, wer da ist. Und da habe ich beschlossen, komm, ich mache das Auto sauber, das ist längst überfällig. Wollte ich schon einiger Zeit machen, aber im Regen macht es halt auch keinen Spaß. Und jetzt ist es noch nicht so warm. Da habe ich gedacht, komm, jetzt schnappe ich mir den U10 Pro von Ultenic. Der hatten ja einige gefragt. Ich hätte den ja schon mal gezeigt. Und jetzt nehme ich mir die Zeit und möchte den nochmal vorstellen. Da ist der U10 Pro Vakuumstick mit Teleskopstange. Und das ist eigentlich ein schönes Ding. Und nicht eigentlich, ist ein schönes Ding. Ich habe den Wohnwagen damit schon gemacht, die Tage. Und heute will ich das euch in Action nochmal ein bisschen zeigen. Ich habe den Akku vorgeladen gestern Abend. Und ich würde einfach jetzt erstmal die Komponenten zeigen. Also zum einen ist da so eine Wandhalterung mit dabei. Dann hat er zwei super praktische kleine Düsen, wo man in alle Ritzen mitkommt. Auch dieser kleine ist gerade für den Wohnwagen oder fürs Auto für die Ritzen recht praktisch. Dann einmal das Moped hier zum Fahren. Und hier das Schöne ist hier die Teleskopstange. Das auch, als wenn man kleiner ist oder größer ist, kann man sich den passend einstellen. Dann halt einen leistungsstarken Akku. Das ist 2200 mAh hat der. Ja, ganz normal aufgeladen. Mit dem Adapter dazu, den habe ich hier. Und dann einmal das Kernstück halt, der Sauger mit Touch. Da bin ich immer noch begeistert von, dass der mit Touch funktioniert, dass man da die Stärken einstellen kann. Ich lade mal kurz, den Akku noch nicht reingemacht. Richtig rum einfacher. Na, und da habe ich es aber auch. Stoff. Ach so, ja, so. So, den kann man hier oben halt einstellen. Drei verschiedene Stufen. Da ist er schön. Nochmal drauf drücken, dann geht er aus. So, ich zeige euch das Auto jetzt mal vorher, nachher. Ich fange hier hinten an. Oder beziehungsweise ich glaube, ich nehme erstmal den kleinen Aufsatz, wovon ich euch jetzt erzählt habe, wie im Wohnwagen auch so gut zum Einsatz kam. Und hier ist nämlich Kinderseite und Hundeseite. Ein bisschen stärker. Und für die Größe, Akkusauger, bin ich echt wirklich begeistert. Der Riss hier rein. Die Spinnenmaster weg. Und ihr seht, unser Auto ist das beste Beispiel dafür. Gerade mit Kindern und Krümel und alles. Wie schön sauber das geht. Auch die Hundehaare, Biegelhaare, die gehen hier super raus. Ich werde jetzt mal auf der anderen Seite den anderen Aufsatz testen. Den hatte ich nämlich noch gar nicht im Betrieb, ehrlich gesagt. Oh, dann machen wir noch den Platz hier. Gehen wir hier rein. Ich stelle euch mal da ab. Na. Zack.
Das Schöne ist halt hier mit der Teleskopstange, die kann man größer und kleiner machen. Auch volle Stärke. Super weg, das mit dem Diegelhahn, das war immer schon ein Problem. Da werde ich dann mit der einen Bürste gleich rangehen. Aber so für große Flächen, auch für Teppiche, würde ich sagen, ist auf jeden Fall super. So, außerdem einfach rausgeklickt wird er dann hier. Zack. Wieder dran. Danke, du Ritzen. Gefällt der Aufsatz mir wirklich am besten. Auch für die Haare vom Etti, wie ihr seht. Im Vergleich, die Seite habe ich jetzt gemacht mit dem Aufsatz. Und da hinten noch nicht. Also der kriegt schon 90% der Smurfy-Haare raus. Und die sind ja wirklich, wirklich, wirklich widerschwänzig mit dem Widerhaken. Das ist auf jeden Fall nicht schön. So, den mache ich jetzt gleich mit beiden Händen weiter. Ich zeige euch nur einmal kurz, wie der entleert wird. Das ist Kinder einfach. Dafür stelle ich euch mal am besten, dass ich auch nicht hier drauf. Oder da auf dem Kindersitz. Na, komm. Ah, egal. Da habt ihr die Taste. Die drückt ihr drauf. Zack. Alles fällt einfach in den Müll. Den schütteln und schon ist er leer. Es kann weitergehen. Keine Müll, also keine Beutel, Saugbeutel mit Abfall. Das hat uns ja immer schon sehr gut gefallen, dass man einfach nur leer macht und ab dafür. Und ja, auf jeden Fall eine tolle Sache. So, wenn ihr jetzt noch weitere Fragen dazu habt, schreibt es mir einfach. Link dazu packe ich in die Infobox. Da packe ich auch nochmal einen Rabattcode mit rein, beziehungsweise da ist eine Aktion gerade drauf. Da kriegt ihr den ein bisschen günstiger. Verlinke ich euch. Und ich schnapp mal den Putzeimer und mach mal Auto sauber und zeige hinterher das Ergebnis. Fertig sind wir geworden und die guckt selber. Bin echt begeistert. Wie gesagt, für das kleine Ding ist das echt super. Also wenn ihr euch einen Staubsauger sucht, der kabellos ist und Preis-Leistungs-Verhältnis wenig kostet, kann ich euch den Ultenic wirklich nur empfehlen. Wirklich super sauber geworden, bin ich arg zufrieden mit. Jetzt muss ich mal den Putzlappen ein bisschen schwingen und ja, wie gesagt, Infos dazu in der Infobox, könnt ihr gucken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach an, ihr Lieben. Endlich ist das Auto wieder sauber. Jetzt wollte ich die ganzen Tage schon nach unserem Pflücksalat geguckt haben. Beim Regen hatte ich hier keinen Bock hoch. Ja, das sieht doch super aus. Können wir dann ernten, so langsam. Ja, sonst ist leider nichts gekommen von dem Scheiß, was ich hier eingepflanzt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da eingepflanzt habe. Jede Menge Zucchini, Wassermelone. Naja. Na, hier kommt auch die Zucchini so langsam. Die sieht zwar komisch aus, aber die hat Blüten. Mal gucken. Die Tomaten. Ne, die Paprika, ja, da kommen auch Knospen. Na, mal gucken. Mal schauen. Wäre cool, wenn ein paar Zucchinis rauskommen. Die Sonne hat echt Kraft, Leute. Richtig schön. Shane.
So. Ja, jetzt wollte ich das Gift fertig machen. Bambus ein bisschen bespritzen. Haben immer noch ein paar Bambusköttel, die da rauskommen. Hier haben wir auch Bambus gehabt, aber nach 2-3 Tagen sieht er dann so aus. Da wollte ich ein bisschen vernichten wieder vorne. Hier kommt kaum was, ein bisschen noch, auch nicht viel. Alles schön kaputt gegangen. Ja, das machen wir mal. Und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes halt machen. Haben wir schon spät, jetzt irgendwie 14 Uhr. Irgendwie ist der Tag so an uns vorbeigepimmelt. Ja gut, Auto sauber gemacht, aber trotzdem. Die Zeit, die rennt leider immer. So, weiter geht's. Da wir keine Langeweile haben wollen und ja, haben wir immer was zu tun. Heute war jetzt mein Schuppen hier dran. Da haben wir alles schon mal rausgeholt von der Elektriker, was wir brauchen. Da stehen die Lämpchen, die da dran kommen, das Kabel, die ganzen Steckdosen haben wir schon rausgesucht, die wir da alle verbaut haben wollen. Und jetzt gehe ich mal nach oben. Ein paar Sachen bringen wir hoch, die ich jetzt erstmal nicht mehr brauche. Da oben ist ja trocken und sicher. Also unten ist auch sicher, aber trocken halt. Und ja, gehe ich jetzt mal hoch mit euch. Oder beziehungsweise ich gehe mit der Mama da hoch. Mama zeigt euch dann da oben, wie es da aussieht. Ich bewaffne mich mal mit einer Pistole und ein Messer nehme ich mit. Nein, eine Taschenlampe. Der Babo ist da oben. Wir können da oben, kann ich auch Licht anschließen eigentlich. Wir haben auch noch eine alte Lampe. Die alte Küchenlampe aus Deutschland, die nehme ich da mit und dann kann ich die da oben Installation. Ah, träumische. So, ich gehe jetzt mal vor, da stehen ein paar Postkisten, die uns gehören, bevor sinnlose Kommentare, sinnlose Diskussionen losgehen, habe ich mal gekauft. Bei einer Auslöse, die sind alle ein bisschen beschädigt und dann wurden die aussortiert. Die alte Leier halt. Die gehören uns rechtlich. Erworben. Ich habe meine Druckerei gearbeitet, da wurde sowas regelmäßig veräußert. Und ja, die verräume ich mal eben oben beim Babo. Und ja, seht ihr bei der Mama, ich lasse die Kamera unten. Der Dachbodenaufgang ist jetzt aufgeräumt, so sieht's aus. Da oben haben wir eine herbe Überraschung erleben müssen. Mama hat sich fast ins Höschen gekackert, das seht ihr bei ihr auf dem Kanal. Das wird alles weggeräumt, das braucht der Elektriker morgen, genau wie die Lampen. Und die Livia und der Papa haben jetzt den Tisch gedeckt. So sieht es hier aus. Was gibt es heute zu essen? Blaue Teller weg. Der blaue Teller ist in der Spülmaschine. Der ist nicht weg. Der wird sauber gespült gerade. Aber du hast einen anderen Teller, ne? Einen schönen schwarzen. Dann gibt es heute Kartoffelspalten. Ja. Gibt es dazu aus der Heißluftfritteuse. Pilze, Knoblauch und Zwiebeln. Und hier gibt es Tomacos mit Pilzen. Ja, und dazu gibt es süß-saure Soße, einen schönen Salat, Kopfsalat, Eiweiß, Feta-Käse. Ja, und was der Tisch hier hält. Da setzen wir uns jetzt gleich hin und futtern. Ne? 16 Minuten dauert es noch. Ja, setz dich hin. Ja, und dann wird draußen ein bisschen aufgeräumt. Und dann haben wir es geschafft für heute. Nutzt du doch wieder auf dem Arm? Ja. So, Dele, so langsam ist Schluss für heute. Ja, gleich 19 Uhr. Und haben viel geschafft. Noch nicht alles. Aber mehr als wir in den letzten Tagen geschafft haben. Da bin ich ganz froh drum. Ja, da habe ich aufgeräumt. Wie gesagt, ich habe schon gezeigt. Hier habe ich die Nägel jetzt einfach reingehauen. Da wird eh verputzt die Tage. Wenn der Verputzer kommt, der macht das mit mir zusammen. Dann kommt der ganze Schmutz hier auch noch weg. Ja. So sieht's aus. Das muss mal weggeräumt werden, das ist schon drüber noch. Das ist das Schmirgelpapier. Ach, die Anschlüsse, die kann ich hier noch einfach einen Grassamen abdeckplan. So eine LED-Leiste, die kann man ja immer gebrauchen. Auch echt, immer noch mal unter die Füße weg. Das muss ich einfach wegräumen. Ich bin nämlich einfach mit Zubehör. So Wasseranschlüsse für unseren Schlüsselanschluss. Das war halt mit dabei. Das wird ja nicht schlecht und Gardena ist ja auch eine gute Marke. Ich weiß nicht, wofür das ist. Das ist ein Schlüsselanhänger. Meine Güte. Das ist ein Schwachsinn. Oh Mann. Kalle?
Das kann auch noch mit. Ja, Müll. Weißt du, was das hier ist, Mama? Ja, das war doch dabei. Das ist ein Schlüsselanhänger. Da kannst du wieder Freundschaftsarmbänder. Ja, das braucht. Zum Alter sind wir raus, zum Glück. Ja, ihr Lieben. So, ich werde jetzt mal ein Bier in Ruhe ausgehen. Ich habe noch ein Bier von dem Brot. Original Dieb. Mit Fanta, mit Sprite gemischt. Und ja, lassen wir jetzt schmecken. Dann ist Schluss für heute. Ihr Lieben, danke fürs Mitkommen. Morgen kommt der Elektriker. Und da will ich ja draußen das Holzhaus weiter bauen. Ich freue mich. Zum Sägewerk muss ich morgen mal kurz. Ein bisschen Holz brauchen wir noch hier für Regale und für eine Arbeitsplatte. Ja, dann nehme ich euch aber wieder mit. Dann erzähle euch, was wir da Schönes gekriegt haben. Morgen wird gegrillt. Dann werden wir unseren Topf über Feuer zum Dreibein bestellt. Haben wir gekauft, nicht bestellt. Und den werden wir über Lagerfeuer austesten. Dann machen wir so eine Reispfanne drin mit Pilze, Porree, Zucchini. Wie so eine Paella machen wir das. Nur anders. Mal gucken. Wird bestimmt lustig. Nehmt euch mit. Ja gut, ihr Lieben. Danke fürs Mitkommen heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen. Sieht immer noch komisch aus dem Video. Wir haben den Rahmen heute schwarz gestrichen, die Mama. Ich habe die Decke oben gemacht. Sieht immer noch irgendwie... Irgendwas irritierte da im Bild halt, deswegen. Naja, muss man sich dran gewöhnen. In einer Stunde merke ich eh nicht mehr den Unterschied. Naja, ihr Lieben, wir sehen uns morgen. Oder morgen im Food Diary. Wie ihr Lust habt, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss.